Hallöchen Leute, ich bin David, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem Unboxing und das achte davon von Greninja, die nächste Amiibo. Ja, Greninja ist ein cooles Pokémon, eigentlich sogar ein Kampfwasser-Pokémon, wenn ich mich jetzt nicht täuschen tue. Dieser Amiibo ist natürlich für die Super Smash Bros. Kollektion, das seht ihr ja auch hier. Ansonsten kennt ja eigentlich jeder, was dahinter steht. Ja, ihr könnt dieses Amiibo aufleveln und in verschiedenen Spiele auch einfügen und so weiter und so fort. Natürlich werden wir jetzt das gute Stück mal endlich mal auspacken und schauen mal, was wir jetzt da drin finden. Natürlich werden wir die Amiibo finden, das ist ja klar. Aber es geht mir darum, wie ist sie gemacht, wie fühlt sie sich an, weil jeder Amiibo ist eigentlich speziell, muss ich sagen, und ich finde sie vom Design am coolsten, was die Pokémons angeht. Ich weiß, es sieht einfach richtig genial aus. Deswegen habe ich gedacht, muss ich sie in meiner kleinen Amiibo-Sammlung haben. Und natürlich auch, weil ich gerade wieder richtig Bock auf Pokémon habe. Diesbezüglich auch natürlich, dass ich deswegen dieses Spiel dieser Amiibo mir gekauft habe und es sieht richtig cool aus. Ich meine, von Farben her sieht es halt, sieht's richtig cool aus. Dann noch dieser rosane Schal im Hintergrund. Das sieht einfach nur episch aus. Und diese Hand, diese Farbdetails, sieht auch richtig cool aus. Ich meine, besonders fühlt sie sich jetzt nicht an. Sie ist sehr abgerundet. Es wackelt ein bisschen alles, so Arme, Finger und etc. Ansonsten vom Design sieht sie eigentlich schon ganz cool aus. Ich hoffe, euch hat dies Spaß gemacht. Die kleine Amiibo hier von Greninja. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns nächstes Mal. Euer David. Tschüssi. Kowski.